Herr Kardinal, welchen Eindruck haben Sie hier auf dem 101. Katholikentag in Münster gewonnen? Ja, ich finde, dass die Stimmung sehr gut ist. Ich bin ganz angetan von den vielen Menschen, die hier sind, die sehr freundlich, sehr zugewandt aufeinander zugehen. Ich finde, das ist ein großes Fest des Glaubens. Suche Frieden lautet das Thema des Katholikentages. Was sollen wir als Katholiken hier tun? Wozu sind wir aufgerufen? Ja, ich finde natürlich, dass das Erste und das Wichtigste ist, dass jeder von uns als Christ, als Katholik versucht, Frieden mit Gott zu suchen. Und dort, wo ich versuche, mit Gott im Einklang zu sein und im Frieden zu leben, da habe ich auch immer die Chance, mit mir selbst im Frieden zu sein. Und wo ich mit Gott und mit mir im Frieden und im Reinen bin, kann ich das dann auch mit meinem Nächsten sein. Und ich denke, dass wir als Christen, als Katholiken da noch die große Herausforderung haben, diesen Frieden in unsere Gesellschaft hineinzubringen, hineinzutragen, daran zu arbeiten, dass sie zusammenbleibt, dass sie nicht auseinanderdriftet und dass es neben einem Frieden mit Gott und Frieden mit mir selbst auch so etwas gibt wie einen sozialen Frieden, der unterschiedliche Menschen und Gesellschaftsschichten miteinander vereint. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat diesen Katholikentag besucht als Staatsoberhaupt und hat darauf hingewiesen, dass er darum bittet, dass man Wege findet, um nicht gleich konfessionelle Ehepaare zur Kommunion, also zum Abendmahl, Entschuldigung, zur Eucharistie zuzulassen. Sie waren in Rom mit einer Delegation und haben mit dem Glaubenspräfekten Ladaria gesprochen und der hat Ihnen vermittelt, dass der Wunsch des Papstes sei, hier eine Einheit zu finden. Sie haben aber auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass Sie die Interkommunion für verfrüht halten, eine Diskussion darum. Welche Wege sehen Sie? Ja, das ist ja zunächst einmal ganz wichtig, dass wir sehen und bedenken, dass die Eucharistie natürlich auch immer ausgerichtet ist auf die Bekenntniseinheit und dass in der Eucharistie Christus selber sich wegschenkt und er, indem er sich uns schenkt, auch gleichzeitig, indem wir ihn aufnehmen und empfangen, zu Gliedern an seinem Leib und damit zu Gliedern in seiner Kirche macht. Das heißt, die Eucharistie konstituiert eine Kirchengemeinschaft. Eucharistiegemeinschaft und Kirchengemeinschaft gehören ganz, ganz eng zusammen. Und ich verstehe das natürlich, dass gerade in konfessionsverschiedenen Ehen das eine gewisse Problematik ist und dass Menschen darunter leiden, dass sie vielleicht nicht gemeinsam zur Eucharistie gehen können. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das uns bewusst machen, dass wer Ja sagt zur Eucharistie, auch Ja sagt zur Realpräsenz, dass Christus gegenwärtig ist und bleibt. Und dass natürlich auch das verbunden ist mit einem Ja zur Kirche und damit eben auch ein Ja zum Papst und zur hierarchischen Struktur der Kirche und zur heiligen Verehrung und zu vielen, vielen anderen. Also das muss man zunächst einmal miteinander bedenken. Und in dieser Konstellation gilt es in der Tat, dann Wege zu suchen. Wir müssen allerdings als katholische Kirche auch sagen, dass wir eingebunden sind in das Gesamt der Weltkirche. Und wir können hier keinen deutschen Sonderweg gehen, sodass also diese Frage gut abgestimmt sein muss. Und der Papst hat gesagt, ja, sprecht darüber in Deutschland, versucht einmütig zu sein, aber tut es in der Gemeinschaft der gesamten Kirche, also der kirchlichen Gemeinschaft. Und damit müssen wir eben auch das mitbedenken, was in anderen Kirchen gelebt wird und wie dort mit dieser Frage umgegangen wird. Also es muss kompatibel sein, auch mit Blick auf Kanada und Österreich und Lateinamerika. Herzlichen Dank, Herr Kardinal. Ja, gern.